Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Waagegeborenen, die jetzt im September Geburtstag feiern. Liebesgöttin Venus steht euch auch im September zur Seite. Um die Monatsmitte herum ist die Stimmung ein bisschen angespannter. Aber ab dem 20. bezirzt ihr wieder jeden mit eurem Charme. Finanziell wird es ein sehr guter Monat für euch. Offenbar könnt ihr euch ein paar Shoppingtouren leisten. Vielleicht wollt ihr euch ja auch ein Geburtstagshoroskop mit den Tendenzen für euer neues Lebensjahr gönnen. Dann könnt ihr euch gerne für eine Geburtstagsberatung bei mir melden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Ich trage hier das mit dem Steinbock und in eurem Fall dann mit dem alchemistischen Zeichen für die Waage. Ein Symbol für die untergehende Sonne und für den Herbstanfang, wenn Tag und Nacht gleich lang sind. Ihr könnt euch aber auch ein anderes Sternzeichen-Kollier aussuchen, um es zu verschenken, denn im Zeichen Waage geht es auch um Schönheit und Geschenke. Wie immer gehe ich am Ende des Videos darauf ein, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den September schauen. Über eure langfristigen Tendenzen könnt ihr euch jederzeit in meinem Jahreshoroskop informieren. Das gibt es als Video und noch ausführlicher als Buch zum Nachlesen. Und das Buch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Kurzfristig solltet ihr euch die Tage bis zum 6. September reservieren, um wichtige Gespräche zu führen, denn da haben wir gute Sterne für wertschätzende Kommunikation. Das sind auch gute Tage, um Konflikte zu klären, die eventuell im August aufgetreten sind. Ihr könnt dann mit eurem Charme alle überzeugen, denn die Venus steht ja in der Waage in eurem Zeichen und bildet einen schönen Aspekt zu Merkur im Löwen, also das ist perfekt. Der Merkur geht dann am 6. in die Jungfrau und am 9. September ist dann auch der Neumond im Zeichen Jungfrau und der fällt bei euch ins 12. Sonnenhaus und da geht es um Rückzug und Spiritualität. Außerdem ist auch das Thema Heilung durch Meditationstechniken und Traumbotschaften angesprochen. Der Neumond fällt ja auf einen Sonntag, da könnt ihr sehr gut meditieren und um die Lösung gesundheitlicher Probleme bitten. Wenn ihr spirituell arbeitet und vielleicht sogar selbst als Heiler tätig seid, erhaltet ihr zu Neumond bestimmt wunderbare Inspirationen. Wenn ihr an eurer Arbeitsstelle ein Problem habt, könnt ihr auch dafür um eine Lösung bitten und achtet in den Tagen drauf auf eure Träume, denn die können wichtige Botschaften für euch enthalten. Besonders wenn ihr zwischen dem 23. und 26. September Geburtstag habt, solltet ihr die Heilungsimpulse des Neumondes nutzen, denn ihr habt die Spannung von Chiron und Saturn auf der Sonne. Chiron hier im Partnerhaus und hier ist der Saturn. Und das bedeutet, Unzufriedenheit und Überlastung und überhaupt alles, was euch zu Herzen geht, kann sich körperlich für euch auswirken und euch regelrecht krank machen. Auch die Verantwortung für ein Familienmitglied, das möglicherweise erkrankt ist, kann zur Belastung werden. Deswegen denkt darüber nach, was ihr eventuell in eurem Leben ändern oder neu organisieren müsst, damit ihr besser mit der Situation klarkommt. Auch andere Waagegeborene können diese Aspekte von Chiron und Saturn empfangen. Das müsste man dann mal in einer Beratung klären. Oder ihr macht mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Dann können wir das auch nachschauen. Am 9. September passiert aber noch was sehr Wichtiges. Die Venus wechselt das Zeichen und geht in den Skorpion und damit in euer Sonnenhaus des Geldes und des Selbstwertgefühls. Und was die Venus macht, ist immer wichtig für euch, weil sie euer Zeichen beherrscht. Sie wird dann im Oktober rückläufig im Skorpion und bleibt dadurch extra lang in diesem Bereich, nämlich bis Mitte November und dann nochmal den ganzen Dezember über. Das kann für euch finanziell eine sehr gute Phase werden und auch für euer Selbstwertgefühl. Dabei wird euer Selbstbewusstsein aber auch ein paar Mal auf die Probe gestellt. Jetzt im September gleich vom 9. bis zum 18. Denn dann bildet die Venus einige schwierige Aspekte zu Mars, Lilith und Uranus. Und in eurem Fall bedeutet das, dass andere sich unhöflich benehmen oder sogar an euch herumsticheln. Wenn ihr fest liiert seid, kann sich euer Partner vielleicht unberechenbar oder eigensinnig verhalten.
Und das ist dann gleich ein Test, ob euer Selbstbewusstsein sich aus einer inneren Quelle speist oder abhängig ist von dem Verhalten anderer. Ihr könntet auch geneigt sein, Konsequenzen zu ziehen und zu den betreffenden Leuten auf Distanz zu gehen. Aber macht die Tür nicht gleich zu, denn in den kommenden Monaten nehmen viele persönliche Angelegenheiten nochmal eine neue Richtung. Am 22. September geht der Merkur in euer Zeichen und am 23. morgens um 3.54 Uhr dann auch die Sonne. Und das sind auf jeden Fall gute Nachrichten, denn dann seid ihr in eurem Element und steht häufig im Mittelpunkt. Die Sonne aktiviert dann natürlich eure Geburtssonne und wenn ihr Waage Aszendent seid, für die kommenden 4 Wochen euer erstes Haus. Und damit lässt sie eure Vitalität und Lebensfreude steigen und auch euer Selbstbewusstsein. Und mit dem Merkur dabei seid ihr Meister und Meisterin der freundlichen Kommunikation und findet in jeder Situation die richtigen Worte. So mancher, der sich in den Tagen zuvor daneben benommen hat, wird sich bei euch entschuldigen und man kann wieder zueinander finden. Für vage Singles steigen nun die Chancen, eine aufregende neue Affäre oder Liebschaft anzufangen. Der Vollmond am 25. September ist dann allerdings nochmal eine Herausforderung. Er findet statt in den Zeichen Widder und Waage, also auf eurer Beziehungsachse, und kollidiert mit Saturn, der in Spannung zu eurer Sonne steht, und auch mit Chiron. Und der Saturn ist ja so ein bisschen wie eine Spaßbremse und die Konstellation zeigt, dass ihr in den Tagen rund um den Vollmond gerne Zeit für euch hättet, für Spaß, Party oder eure persönlichen Kreativprojekte. Oder ihr wollt einfach Zeit für Erotik und Sinnlichkeit haben, weil ihr jemand Tolles kennengelernt habt. Und wenn ihr in eurer Beziehung unglücklich seid, fällt euch vielleicht auf, dass es andere gibt, die eure Vorzüge mehr zu schätzen wissen und ihr lasst euch auf einen Fremdflirt ein. Doch, und das zeigt eben Saturn und auch der Chiron, es gibt Verpflichtungen und Verantwortungen, die mit eurer Familie und eurer Wohnsituation zu tun haben, aus denen ihr nicht so leicht herauskommt und das könnte zur Frustration führen. Und ihr müsst um den Vollmond rum, besonders wenn ihr eben Septemberwagen seid, wirklich auch auf eure Gesundheit achten, weil dann eben auch diese Konstellation mit Chiron nochmal aktiviert wird. Ich kann euch nur raten, euch auf das Schöne und Gute zu konzentrieren und die Probleme auszuhalten und auszusitzen, denn die Spannung legt sich bald wieder. Wenn ihr euren Geburtstag größer feiern wollt, eignet sich dafür das letzte Wochenende im September ganz wunderbar, denn dann herrscht wieder mehr kosmische Harmonie für euch. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.